das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Es kommen wieder mehr Flüchtlinge über die Türkei nach Europa. Und es wollen wieder mehr von ihnen weiter Richtung Westen. Und nun? Die Europäische Union ist sich weiter uneinig und Länder wie Griechenland sind völlig überfordert. Die meisten Flüchtlinge leben, wie hier auf der griechischen Insel Samos, im Chaos und in der Ungewissheit. Der Alltag von mehr als 30.000 Menschen in Flüchtlingsunterkünften auf griechischen Inseln steht symbolisch für die gesamte Asylpolitik der EU. Um diese besser zu koordinieren, reiste Bundesinnenminister Seehofer in die Region und war heute in Athen. Er versprach den Griechen mehr Unterstützung, die als eine Maßnahme ihr Asylrecht verschärfen wollen. Ellen Trapp berichtet. Wahrscheinlich haben sie sich ein Leben in Europa anders vorgestellt. Das ist alles, was sie haben. Ungefähr 13.000 Flüchtlinge leben im Hotspot Moria. Eigentlich ist nur für 3.000 Platz. Die Folge? Die Menschen warten zum Teil Jahre auf ihre Asylverfahren. Es gibt kaum Essen, schlechte Versorgung. Es fehlt an allem. Freiwillige Helfer fordern Unterstützung. Wir haben schon vor einem Monat den Notstand ausgerufen. Deswegen müssen wir umso härter arbeiten, die Umstände und Bedingungen zumindest hier auf dem Gelände zu wahren. Wir haben sogar schon mit den griechischen Behörden gesprochen, dass wir unsere Hilfe ausweiten würden, weil die Zahl der ankommenden Flüchtlinge bedauerlicherweise weiter steigt. Viele, vor allem Frauen, haben Angst, fühlen sich nicht sicher. Denn immer wieder kommt es zu Streitereien, die Stimmung angespannt, alle hoffen, dass sich endlich was tut. Am Morgen, noch bevor Seehofer in Athen landet, stellt der konservative Ministerpräsident Mitsotakis seine Migrationspolitik im Parlament vor. Ab jetzt klare Kante. Das heißt, effizientere Asylverfahren, schnelle Abschiebungen. Wir machen Schluss mit Anarchie. Akzeptieren keine Lügen beim Erstgespräch mit den Flüchtlingen mehr. Diejenigen, die die Entscheidung, in andere Camps gebracht zu werden, nicht akzeptieren, werden abgeschoben, weil sie offensichtlich keinen Schutz suchen. Tönt Mitsotakis laut. In der Vergangenheit mehrfach versucht, funktioniert hat es bisher nicht. Nach seinem Besuch in der Türkei trifft Innenminister Seehofer am Nachmittag in Athen unter anderem den Bürgerschutzminister. Griechenland braucht Hilfe, Deutschland will liefern. Neben dem Bemühen einer europäischen Asylpolitik habe ich dem Minister angeboten, administrative Unterstützung, falls es die griechische Regierung wünscht. Da kann man sich Unterstützung im IT-Bereich, im Küstenschutz, im Grenzenschutz, bei der Asylbearbeitung vorstellen. Beim Gespräch mit Ministerpräsident Mitsotakis ging es darum, wie kann endlich eine europäische Solidarität in Sachen Migration erreicht werden. Denn genau dann könnten Flüchtlinge anständig versorgt werden. In Schisto, eine Autostunde von Athen entfernt, leben fast 1.000 Menschen. Sauber, Platz für alle, keine Zelte. Ich würde sagen, dass unser Camp personell unterbesetzt ist. Natürlich haben wir noch kleinere Probleme, aber die versuchen wir mit Anstand, anderen Teams, Vereinen und Spenden zu lösen. Anfang der Woche wurden auch hier nach Schistor Flüchtlinge von Lesbos gebracht. Der Campleiter würde auch noch weitere aufnehmen. Aber selbst in Griechenland funktioniert die Verteilung der Flüchtlinge nicht. In Roding können sich viele Menschen derzeit nicht so richtig an ihrem schönen Stadtpanorama erfreuen. Der Autozulieferer Continental hat angekündigt, sein Werk in dem Ort in Ostbayern in 5 Jahren zu schließen. Die Strategie der Autobauer, künftig vermehrt auf Elektroautos zu setzen, trifft Firmen wie Continental, die in Roding Hydraulik und Pumpen für Benziner- und Dieselfahrzeuge bauen. Gewerkschafter kritisieren, in dem Werk könnte auch für E-Mobile produziert werden und der Standort so ein Musterbeispiel für den Strukturwandel sein. Daraus wird aber wohl nichts. Vera Kornett und Rudolf Heinz berichten. Der Schock sitzt tief bei Andreas Paul. In dieser Woche hat das Continental-Management erklärt, das Werk in Roding in der Oberpfalz zu schließen. Für ihn unverständlich. Wegen die Kompetenzen, die wir da am Standort haben und den Einsatzwillen und den Überlebenswillen eigentlich, verstehe ich nicht. Ja. So ist einfach wegzuschieben. Der gelernte Mechatroniker ist extra für den Job von Dresden nach Roding gezogen. Hierher, wo Continental seit 12 Jahren Pumpen für Benzin- und Dieselmotoren baut. Doch E-Motoren brauchen keine Pumpen.
Deshalb wird der Betrieb eingestellt. Die Stadt hat viel getan, damit sich das Unternehmen ansiedelt, einen Wald gerodet, Wasserleitungen verlegt, zeigt der Bürgermeister. Aber die aktuelle Lage sieht er realistisch. Die Umstellung bringt das auch Schatten mit sich. Und der Schatten ist halt, dass sie in der Arbeitswelt viel verändern wird. Und auch in Zukunft wahrscheinlich werden wir wieder höhere Arbeitslosigkeiten haben wie jetzt. Wie viele Arbeitsplätze der Umstieg gefährdet, haben Wissenschaftler der Universität Duisburg-Essen berechnet. Im Bereich Antriebe können bis zum Jahr 2030 bundesweit 233.000 Stellen wegfallen. Für die Produktion von E-Autos können knapp 109.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Das würde unterm Strich aber einen Verlust von 124.000 Jobs bedeuten. Es ist auf jeden Fall das notwendige Ergebnis eines notwendigen Strukturwandels. Wenn wir keine CO2-freien Antriebe haben, wird es Strafzahlungen geben durch die Europäische Union. Es wird wachsende gesellschaftliche Auseinandersetzungen um die Mobilität geben. Daran kann ja auch niemand gelegen sein. Innovation bietet ja auch gleichzeitig Wachstumschancen und letztlich muss man darauf setzen. Die meisten Beschäftigten in der Autobranche seien gut ausgebildet. Die Voraussetzungen, dass viele weiterqualifiziert werden können, sind also nicht schlecht, sagt Werner Wieduckel. Das wünscht sich auch Andreas Paul. Ja, dass vielleicht mal in ganz neue Richtungen gedacht wird und dass halt der Standard-Rolling erhalten bleibt. Vielleicht mit ganz anderen Produkten oder Dienstleistungen. Doch darauf kann nur ein Teil der Belegschaft hoffen. Schriftlich teilt uns Continental mit, für rund 220 Beschäftigte sind andere Aufgaben vorgesehen. 320 Menschen aber sollen ihren Job verlieren. Für sie wird es schwierig, in der Region eine neue Beschäftigung zu finden. Viele Firmen hier hängen von der Autobranche ab. Nach der Ankündigung der USA, Sonderzölle auf europäische Produkte zu erheben, diskutiert die EU über Gegenmaßnahmen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers. Italien hat die EU-Kommission darum gebeten, einen Hilfsfonds für die betroffenen Produzenten einzurichten. Auch über Gegenzölle auf Produkte aus den USA wird nachgedacht. Hintergrund ist ein Streit über Subventionen für die Luftfahrtindustrie. Beide Seiten werfen einander seit Jahren Beihilfen für Airbus und Boeing vor. In Hongkong hat Regierungschefin Lam ein Vermummungsverbot verhängt. Demonstranten drohen ab morgen empfindliche Strafen, sollten sie dagegen verstoßen. Noch während Lam die Maßnahme ankündigte, gingen tausende Regierungskritiker gegen das Verbot auf die Straße. Sie befürchten Repressalien, sollten sie erkannt werden. Facebook stößt mit seinen Plänen, die konzerneigenen Messenger-Dienste komplett zu verschlüsseln und damit sicherer zu machen, auf politischen Widerstand. Mehrere Staaten, unter ihnen die USA und Großbritannien, unterzeichneten ein Abkommen. Darin fordern sie Facebook auf, den Behörden eine Hintertür zu lassen, damit bei Straftaten wie beispielsweise Kindesmissbrauch ermittelt werden kann. Facebook um Chef Zuckerberg lehnt das bislang ab. Im Skandal um keimverseuchte Wurst sind offenbar mehr Produkte betroffen als bisher bekannt. Der Hersteller Wilke soll auch für andere Handelsmarken produziert haben. Großhändler Metro teilte mit, er habe entsprechende Produkte aus dem Sortiment genommen. In Hessen hatte es nach dem Verzehr listerienverseuchter Wurst 2 Todesfälle gegeben. Inzwischen hat Wilke ein vorläufiges Insolvenzverfahren angemeldet. Im sächsischen Zwickau haben Unbekannte den Gedenkbaum abgesägt, der in Erinnerung an das erste Mordopfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU gepflanzt worden war. Ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Die Eiche war erst vor kurzem im Gedenken an Enver Şimşek gesetzt worden, der im Jahr 2000 von der NSU-Terrorgruppe erschossen worden war. Was durch das Telefon im Oval Office des Weißen Hauses besprochen wird, das bekommen wir selten mit. Doch dass Donald Trump in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten zu Ermittlungen gegen den Demokraten Joe Biden und dessen Sohn gedrängt haben soll, ist nun publik. Ein anonymer Geheimdienstler machte es öffentlich. Der Ärger über Whistleblower hat bei Amerikas Präsidenten Tradition. Auch George W. Bush machte seine Erfahrungen. Der Auslandsgeheimdienst NSA sollte im Winter 2003 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates ausspionieren, um Unentschlossene zu erpressen, damit sie für einen Irakkrieg stimmen.
Eine britische Geheimdienstmitarbeiterin erfuhr davon und verriet den Plan. Die Vorlage für den Film Official Secrets, der jetzt mit Schauspielerin Keira Knightley auf dem Filmfest Hamburg zu sehen war. Andreas Hilmer. Eine Whistleblowerin auf dem roten Teppich beim Filmfest in Hamburg. Ungewöhnlich bleiben sie doch oft im Verborgenen. Auch dabei der Journalist, der ihre Informationen publizierte. Im Kino die wahre Geschichte von Catherine Gunn, jener Geheimdienstmitarbeiterin, die den Irakkrieg verhindern wollte. Gunn, gespielt von Keira Knightley, stößt auf eine E-Mail mit Erpressungsversuchen, als es 2003 um die Zustimmung im UN-Sicherheitsrat zum Irakkrieg geht. Die junge Frau ist geschockt, gibt die Informationen an Medien weiter. Als ich die Mail las, habe ich sofort reagiert und nicht lange nachgedacht. Ich habe mir keine Gedanken über mögliche Konsequenzen, auch für mich privat, gemacht. Was folgt, ist nicht die Suche nach der Wahrheit über Erpressung in der internationalen Politik, sondern eine Jagd nach dem, der das sogenannte Staatsgeheimnis verraten hat. Es folgen Verhöre, später eine Anklage. Der Journalist Martin Bright prüft die Story lange, bevor er sie publiziert. Dies war ein sehr ungewöhnlicher Fall. Ich kannte die Whistleblowerin nicht, habe sie nie persönlich getroffen. Aber eines war wichtig. Sie kam auch nicht mit einem Haufen Informationen, sondern nur mit einem einzigen Dokument, das ihr wichtig war. Catherine Gunn wanted to get out there. Die E-Mail, die helfen sollte, den Irakkrieg zu legitimieren. Die Zustimmung zur Intervention sollte erpresst werden, mit schmutzigen Tricks. Hauptprotagonisten der Ereignisse von 2003, George W. Bush und Tony Blair. Wir waren uns damals noch sicher, wenn man die beiden beim Lügen erwischt, macht ihnen das etwas aus. Heute ist es anders. Da erleben wir Politiker, denen es völlig egal ist, ertappt zu werden. Das macht es uns als Journalisten nicht einfach, Politiker zur Rechenschaft zu ziehen. Stattdessen wird die Whistleblowerin Gunn vor Gericht gestellt. Sie setzt für die Wahrheit Beruf und Familie aufs Spiel. Bis heute kämpft sie dafür, dass es normal sein muss, Missstände ans Licht zu bringen. In einer perfekten Welt würden wir die Whistleblower nicht schikanieren oder verfolgen, sondern würden erlauben, dass sie ihre Gedanken mitteilen. Und hinterher kann ganz transparent entschieden werden, ob ihr Handeln gerechtfertigt war. Die wahre Geschichte einer mutigen Frau, die einen Krieg verhindern wollte. Politisch entlarvend, historisch und relevanter denn je. Der Film kommt am 21. November in die deutschen Kinos. Und jetzt verrät uns Carsten Schwanke ganz offiziell, wie das Wetter am Wochenende wird. Es wird morgen am Samstag auf jeden Fall in den Bereichen besser, wo es heute geregnet hat. Denn dort kommt morgen die Sonne heraus. Und wenn wir heute Abend einen Blick Richtung Nordfriesland werfen, dann können wir sehen, wie das Wetter morgen an vielen Orten aussehen könnte. Hier ein Bild vom Sonnenuntergang, aufgenommen von der Insel Sylt. Und diese Wolkenlücken, das ist praktisch das, was nach dem Abzug des Regengebietes bleibt. Und das werden wir in der Nacht und auch morgen häufiger sehen. Aber dieses Regengebiet ist sehr spannend. Es ist ein ganz besonderes Regengebiet, denn vor zwei Tagen war das noch ein ausgewachsener Hurricane, der über die Azoreninseln gezogen ist mit 160 Kilometer pro Stunde. Und jetzt haben wir ein kleines Regentief ohne großen Wind, das immer noch aktiv bei uns ist und das heute Nacht noch verbreitet für Regen sorgen wird. Heute Nacht regnet es vor allem in der gesamten Osthälfte, zunehmend auch im Süden, während es im Nordwesten immer weiter aufklart. Die Temperaturen liegen morgen früh dort, wo der Himmel aufreißt, bei gerade mal 5 Grad. Sonst sind es 7 bis 12 Grad. Morgen Vormittag dann noch viele Wolken und restlicher Regen ganz im Osten und verbreitet auch im Süden, während wir im Nordwesten schon recht viel Sonnenschein vorfinden. Am Nachmittag dann wird auch der Regen im Osten langsam nachlassen. Im Erzgebirge wird es die ganze Zeit über immer noch regnen, vielleicht auf dem Fichtelberg auch mit einzelnen Schneeflocken. Und auch am Alpenrand und ganz im Süden Baden-Württembergs wird es am Nachmittag immer noch nass sein. Kurze Gewitter sind auch an der Ostseeküste möglich. Das war es sozusagen an den nassen Stellen. Ansonsten freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen morgen Nachmittag liegen verbreitet bei 12 bis 16 Grad. Unter den Dauerregenwolken im Erzgebirge gibt es gerade mal einstellige 7 bis 9 Grad. Der Wind weht dazu meistens aus nordöstlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten. Am Sonntag zieht in den Südwesten neuer Regen, im Nordosten hingegen viel Sonnenschein. Der Montag verbreitet recht freundliches Wetter und auch etwas wärmer mit 12 bis 16 Grad, außer unmittelbar am Alpenrand. Da fällt auch am Montag immer noch ein bisschen Regen. Dankeschön, Carsten. Und das war's von uns. Hier geht es weiter mit dem Stuttgarter Tatort, der rote Schatten. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin und einen guten Abend Ihnen allen. Tschüss.